Ja, es ist schon wieder Tag 4 und sogar schon das Ende von Tag 4. Und damit herzlich willkommen zum Closing des RC3. 4 Tage Kongress sind schon wieder zu Ende und das ging wieder mal richtig, richtig schnell. Und zumindest ich hatte dieses Jahr so viel Spaß, dass das mit der 6-2-1-Regel ähnlich wie auf den Offline-Kongressen nicht geklappt hat. Also 6 Stunden schlafen, zweimal essen, einmal duschen, für die, die es vergessen haben. Und zumindest bei mir hat das mit dem Schlafen nicht geklappt, einfach weil das, was mir auf einem echten Kongress jedes Jahr passiert, dass ich einfach irgendwann irgendwo dabei sitze bei Diskussionen und dann nicht schlafen gehen möchte, ja, das ist mir dieses Jahr auch so in der 2D-Welt passiert. Ich hatte den Eindruck, dieses Gefühl von random irgendwo stranden und interessante Leute kennenlernen und interessanten Diskussionen zu hören, das funktioniert auch auf dem Kongress virtuell mittlerweile genauso wie in echt. Und ja, fand ich super, super spannend und gerade Work Adventures als 2D-Welt hat Spaß gemacht und die Vorträge aber natürlich auch, wie immer. Und Honkhase, was hat dir dieses Jahr richtig gefallen? Wie bei physischen Kongressen, hatte eine ganze Nacht Diskussion zum Cyberhilfswerk der AG Kritis gehabt. Und wir sind erst morgens um 6 Uhr damit fertig geworden. Aber war mega konstruktiv, interessant und informativ. Hat das alles wieder wunderbar weitergebracht. Auch schön und wichtig, unser BSI bleibt bestehen. Also unsere besonders schöne Infrastruktur. Ihr wisst schon, die vom CCC, die World. Daher will ich auch mal nicht so sein, so instantan alles anzünden und brandroden ist erstmal nicht und der Weltuntergang wird daher verschoben auf das Jahr 2022. Also um genau zu sein, auf 1.1. um 11 Uhr plus minus Best Effort und Verpeilungsfaktor. So könnt ihr auch Silvester in der World sicher, aber gemeinsam feiern. Und die Lounge wird übrigens auch bis dahin bespielt, ebenfalls nach Best Effort und Verpeilungsfaktor plus minus. Und extra Notice für Verpeiler. Ja, es wird in der World im Profil die Möglichkeit geben, bis zum Teardown die eigenen Badges zu exportieren. Mit Weltuntergang ist das dann aber wirklich alles weg und damit doch brandroden, wenn auch im kleineren Maßstab. Moment, Hanke, also positiv bleiben, es ist nicht mehr lange. Und damit kommen wir auch schon zum Housekeeping. Genau, wie Honkase gerade schon sagte, die Welt schließt am 01.01.2022 um 11 Uhr. Das bedeutet in Kongresszeit Tag 6. Also nur 359 Tage ohne Welt. Und auch Eventphone, Lounge-Team und so weiter machen weiter. Das heißt, ihr könnt in der Lounge ins neue Jahr tanzen und per Eventphone Neujahrsgrüße versenden. Kontaktinfos zu den OCs sowie alle weiteren zukünftigen Ankündigungen findet ihr in der Welt als Schild, zum Beispiel beim Infodesk oder Himmel. Ansonsten denkt auch dran, in der Offline-Welt Housekeeping zu betreiben. Räumt mal eure Flaschen weg, wischt mal über den Tisch und die Tastatur und so weiter. Und räumt auch digital euren Müll weg. Ansonsten ein ganz fettes Danke an alle Leute, die diesen Kongress möglich gemacht haben, ganz besonders, also alle Engel und natürlich ganz, ganz besonders die Projektleitung. Weil ihr wisst ja, das Event, das ist zu 100% durch unentgeltliche Arbeit von Freiwilligen realisiert worden. Und ganz viele Leute haben auch dieses Jahr Wochen vorher angefangen, sowohl in der virtuellen wie auch in der Offline-Welt aufzubauen, Studios zu bauen, zu pixeln und so weiter und so fort. Und die werden auch noch weiterhin eine ganze Zeit lang eine Menge Arbeit mit dem Abbau haben. Ich als alter weißer Mann kann gepflegt feststellen, auch beim zweiten Online-Event des CCC gab es wieder mal besonders divers aufgestellte Teams von Freiwilligen. Im CCC geht das also bestens und Lilith und ich haben das doch auch easy peasy gemeinsam hinbekommen. Übrigens waren auch echt viele Vorträge mit divers Speakerinnen besetzt und nicht monoton bestückt. Insofern Kudos an alle da draußen dafür. Auch großartig waren die dezentralen Bühnen, aka Congress Everywhere. Also nicht nur dezentral konsumieren, sondern auch dezentral produzieren. Und damit gebe ich dezentral zurück an Lidit in den anderen Raum. Und ich soll euch noch liebe Grüße vom gesamten Team ausrichten. Kommt gut ins neue Jahr, passt aufeinander auf und seid exzellent zueinander. Bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder auf einem physischen Kongress, so mit nach über in Corona. Habt immer Spaß am Gerät, macht feinen Fug und lasst euch impfen. Bis dahin.